Hallo, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Petunis Landleben. Ja, heute geht es mal ein bisschen darum, ich wollte euch mal ein paar Sachen erzählen. Es kommen immer mal wieder Fragen in den Kommentaren. Wie viel Quadratmeter habt ihr überhaupt? Wie viel Holz macht ihr überhaupt? Wofür benutzt ihr das Holz? Verkauft ihr das Ganze? Und ihr seht es jetzt hier, ich stehe quasi bei unserem Kamin. Der ist unten in unserer, wir nennen das immer Eingangshalle. Und vielleicht mal so ein paar Sachen. Wir nutzen das Holz für unsere zwei Kaminöfen. Das ist einer davon. Und für unseren Holzvergaser, den ihr ja auch schon in anderen Videos gesehen habt. Zu den Eckdaten dieses Gebäudes, in dem wir wohnen. Wir haben das Ganze 2016 gekauft. Das Gebäude selber ist aber 200 Jahre alt und es gibt auch durchaus ein Video, wo ich mal so zu Denkmalthemen ein paar Sachen erzählt habe. Wir haben mehrere Jahre hier so ein bisschen saniert, sind aber durchaus noch nicht fertig. Und in dem Bereich, wo ihr jetzt steht quasi, ist unser Eingangsbereich. Das heißt, ihr kommt hier rüber rein und hier unten ist dann so der Eingangsbereich. Wie gesagt, wir nennen es so ein bisschen Halle, Eingangsbereich. Ihr sitzt oben gleich auch noch so kurz. Und wir haben hier unten ungefähr 70 Quadratmeter offene Fläche. Das Ganze bei einer Raumhöhe von über 5 Metern nach oben. Und diese Gebäude waren damals so immer angelegt, dass sie ausschließlich eben mit Feuerstätten beheizt wurden. Das bedeutet, wir haben quasi mehrere Kaminzüge hier im Haus, die leider, als wir es gekauft haben, auch schon abgetragen waren. Dieser Kamin hier, kurz so zu den Eckdaten, der hat ungefähr so zwischen 15 und 20 kW Heizleistung. Ist kein Wasser, also wassergeführter Kamin. Das heißt, ich habe keinerlei Möglichkeiten, hier irgendwie einen Wasserkreislauf reinzubringen. Wir haben uns damals beraten lassen. Wichtig war, man sieht das jetzt hier, wenn ihr mal genauer guckt, das ist eine historische Kaminkulisse. Die musste erhalten bleiben. Diese hier ist jetzt mittlerweile gut 100 Jahre alt. Und diesen mittleren Teil hier konnten wir entsprechend reinbauen in Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt. Der damalige Kaminbauer hat uns den Tipp gegeben, dass wir hier eben, weil wir dieses große, die großen Bereich zu heizen haben, dass wir hier einen Kaminofen mit Gebläse reinbauen. Und das bedeutet, der zieht quasi, ich zeige euch das mal hier unten, der zieht hier unten über Lüfter, zieht er entsprechend die Luft an und wird sie hier oben über die ganzen Lüftungsöffnungen ausgeben. Das heißt, er wälzt sie eigentlich um, nicht durch den Verbrennungsraum, sondern eben durch den entsprechenden Hohlraum, der um diesen Kamin drumherum ist. Das hat den großen Vorteil, dass wir halt auch in den oberen Bereichen die Luft entsprechend, wenn der Kamin lange läuft, erwärmen können und immer wieder eine gewisse Umwälzung hier in dem Bereich haben. Der ganze Kamin selber, also der Zug hier drin, musste noch aufgebaut werden. Der war entsprechend vom Vorbesitzer irgendwann mal zurückgebaut worden, weil die Kaminöfen, man hat irgendwann in früherer Vorzeit hat man gesagt, okay, man geht auf eine Ölheizung und das heißt, es gab überall Heizkörper und diese Kamine waren nicht mehr in Betrieb. Bei diesem Kamin ist es natürlich so, üblicherweise, man kann sowas wie Luftzufuhr und sowas natürlich unten regeln. Man kann auch die Lüfter einschalten, das habe ich jetzt nicht gemacht, sonst würdet ihr mich verstehen. In der Halle hier unten gibt es aber theoretisch noch einen zweiten Kamin, da gehen wir jetzt einmal hin. Das ist hier der zweite Kamin, den es ursprünglich mal gab. Das Ganze wurde wie der Uhr auch als Kachelofen ausgeführt. Das heißt, man sieht auch hier wieder die entsprechende Kulisse gemauert. Und wenn wir jetzt natürlich in diesen Kamin gucken, dann werdet ihr sehen, da ist nichts mehr vorhanden. Das heißt, hier hat man das Ganze mal zugemauert. Was sehr positiv ist, ist, es gibt den Schornstein noch komplett. Das heißt, der Schornstein geht wirklich vom Keller bis oben zum Dach raus. Und da gehen wir jetzt quasi hin, wo der zweite Kamin ist. Hier sind wir jetzt in der oberen Etage. Ihr seht, hier ist der kleinere Kamin. Wir sind jetzt quasi in dem Wohn- und Kaminzimmer. Das heißt, hinter euch quasi wäre der Wohnbereich, wo wir sitzen. Und hier ist eher so der Sitzbereich, wo man abends nochmal gemütlich sitzen kann. Hier geht es nicht in erster Linie darum, wirklich die Räumlichkeiten zu heizen, sondern hier geht es darum, einfach mal abends gemütlich vor dem Kamin zu sitzen. Das kann man natürlich unten auch machen, aber wie ich ja eben erklärt habe, gibt es einen vorhandenen Schornstein. Und den Schornstein seht ihr hier, da ist entsprechend der Kaminzug angeschlossen, der quasi komplett durch das ganze Haus geht, der auch als alter Schornstein noch genutzt werden konnte. Deswegen war es für uns relativ einfach, diesen Kamin hier freistehend hinzustellen. Natürlich in Abstimmung mit dem Schornsteinfeger und dem gleichen Kaminbauer, der es unten gemacht hat, das Ganze anzuschließen und den entsprechend hier zu nutzen. So, jetzt zusammengefasst, alleine diese beiden Kamine decken eine Fläche von über 100 Quadratmetern ab, die sie theoretisch heizen könnten
Unten der Kamin, habt ihr gesehen, aufgrund der Raumhöhe ist natürlich gar nicht in der Lage, einfach das auf 20 Grad zu erwärmen. Deswegen sind unten auch quasi Heizkörper zum Teil noch. Und jetzt mit dem neuen Holzvergaser haben wir durchaus geplant, da unten noch eine Fußbodenheizung reinzubringen. Das ist so der Plan fürs nächste Jahr. Da seid ihr dabei, wenn ihr Lust habt und entsprechend den Kanal abonniert habt. Dann halten wir euch da auf Stand. Also bisher zwei Kamine und jetzt gehen wir noch zum letzten. So, und jetzt stehen wir bei unserem dritten Kamin, dem Holzvergaser. Den kennt ihr aus vielen anderen Videos schon. Jetzt die Frage zusammengefasst. Ich habe es immer so in den Kommentaren reingeschrieben. Wir heizen ungefähr 350 Quadratmeter Wohnfläche. Das Ganze in drei Wohneinheiten aufgeteilt. Also wir wohnen nicht auf 350 alleine, falls das jemand denken sollte. Wir beheizen aber bei weitem nicht jedes Zimmer. Es gibt Abstellbereiche, das Haus selber. Wer es mal im Außenbereich gesehen hat, man sieht es ja in einigen Videos, ist natürlich deutlich größer. Wir haben einen sehr großen Scheunenteil, in dem wir jetzt eigentlich stehen, da ist auch das gesamte Heizsystem. Dieser, wie gesagt, ist über 200 Jahre alt. Und zusammengefasst bedeutet das, in dem ersten Kamin, den ihr gesehen habt, in guten Wintern, also die kalt sind, bringen wir durchaus 10, 15 Raummeter unter. Da kann man auch ganz schnell mal locker ein bis zwei Schubkarren von der Holzgüte, die ihr hier seht, kann man da auch mal pro Tag reinstecken. Erstaunlicherweise nimmt der Holzvergaser fast das Gleiche, natürlich bei deutlich höherer Energieeffizienz. Ja, deshalb müssen wir jetzt mal so ein bisschen schauen. Wenn ich davon ausgehe, dass wir da 15 haben, dann rechne ich hier bei der Leistung von 40 kW durchaus auch nochmal mit 30 bis 40 Raummetern. Und der zweite Kamin, den ihr oben gesehen habt, der eher für Gemütlichkeit und Behaglichkeit ist, da rechnen wir in der Tat mit ein bis zwei Raummetern, weil alleine schon der Transportweg, mein Körbchen voll machen und kleines Holz hochtragen, das macht man nicht so oft. Aber deswegen zusammengefasst, wir rechnen immer pro Jahr mit 40 oder 50 bis 50 Raummetern, die wir brauchen. Wenn es mal ein milderer Winter ist, dementsprechend weniger. Wenn es ein strengerer Winter ist, wie wir vor 2 Jahren hier hatten, mit über einem halben Meter Schnee, das auch im schönen Ostwestfalen, dann wird es einfach deutlich kälter und dann braucht man eben mehr. Ja, das war es soweit. Ich wollte euch einen kurzen Überblick geben. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Es kommt demnächst auch nochmal ein Video, wo ich drauf ein bisschen erkläre, wie wir das mit den Heizsystemen gemacht haben. Sprich, wo haben wir Wandheizung? Wie ist unsere Erfahrung mit Fußbodenheizung? Wie läuft das Ganze? Wie beheizt man so einen Altbau sinnvollerweise? Und natürlich auch alles, wenn ihr rund ums Denkmal noch wissen wollt. Auch da werden wir noch eine Videoreihe auflegen mit, wie sind die Räume heute? Wie waren wir am Anfang? Was haben wir alles saniert? Was hat gut geklappt? Was hat schlecht geklappt? Denkt ans Abonnieren. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Neben dem Thema Holz und Garten, Maschinen, kommt das demnächst auch noch dazu. Also, bleibt gesund, eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.